dieser Gegend von Mosambik soll unser Brunnen gebaut werden. Rund 300 Kilometer von der Hauptstadt Maputo entfernt. Genau gesagt sind wir im Dorf Chidengele, einem Bezirkshauptort mit 20'000 Einwohnern. Nach einer 24-stündigen Reise ist unser Filmteam im World Vision Projektgebiet angekommen. Grüezi, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, direkt aus Afrika. Ich bin hier im Süden von Mosambik, ein armes, aber auch sehr schönes afrikanisches Land. Die Landschaften sind im Moment grün und belebt, aber das idyllische Bild täuscht. Dahinter verbergen sich nämlich ein Haufen Gefahren und Herausforderungen für die Menschen, die hier leben. Und bevor wir mit unserem Brunnenbau anfangen, schaue ich mir die Situation ein bisschen genauer an. Es vergönnt gerade die letzten Tage der Regenzeit. Da ist teilweise so viel Wasser vom Himmel gekommen, dass Strassen und Felder überflutet worden sind. Das macht speziell den Bauern, also einem grossen Teil der Bevölkerung, schwer zu schaffen. There are so many people who keep crops, who dig. Es gibt hier so viele Leute, die Korn anbauen und Landwirtschaft betreiben. Durch die Überschwemmungen verlieren sie das ganze Saatgut und ihre Lebensgrundlage. Häufig verdrängt auch ihr Vieh in den Fluten. Das viele Wasser bedeutet zwar auch fruchtbares Land und Leben, aber es begünstigt auch die Ausbreitung von Krankheiten. Wir machen darum einen Besuch im Spital und da erzählt uns der Dr. Machado von den grossen gesundheitlichen Herausforderungen vor Ort. Die Gesundheitssituation hier in Chidengele ist prekär. Das vor allem, weil den Leuten Basiswissen über Hygiene und über ansteckende Krankheiten fehlt. Die Leute haben schweren Durchfall oder Malaria wegen dem feuchten Klima und der mangelnden Hygiene. Es braucht noch viel Aufklärungsarbeit, dass die Leute lernen, wie sie sich davor schützen können. Das Problem sei aber nicht nur das fehlende Wissen, sondern auch die fehlende Wasserversorgung. Die Situation ist eigentlich gerade doppelt schwierig, weil den Leuten auch die Mittel fehlen, die es für die Hygiene braucht. Dazu gehört natürlich sauberes Wasser, aber da fehlt die Infrastruktur, damit man die Situation in den Griff bekommen. Unser neuer Brunnen soll da zumindest ein bisschen helfen. Wir schauen uns so ein fertig gebautes Exemplar an, ein paar Kilometer vom Dorf, wo unser Brunnen ankommt, entfernt. Da steht seit 4 Jahren ein Pumpbrunnen, wo World Vision gebaut hat. 600 Familien nehmen hier das Wasser daraus, also ca. 3'000 Leute. Mit einer Pumpe können die Frauen und Kinder das Grundwasser an die Oberfläche befördern. Das Wasser kommt von ganz tief unten. Wir müssen es darum weder kochen noch behandeln. Es ist so absolut sauber, dass wir es gerade direkt brauchen können. Celia ist 15 und holt jeden Tag 2-mal Wasser für ihre 6-köpfige Familie. Früher hat sie noch viel weiter müssen, bis zum See laufen. Jetzt hat sie etwas mehr Zeit für anders. Ich stehe früh auf, etwa um 4 Uhr am Morgen, und dann muss ich aufs Feld. Unterwegs komme ich hierher, um Wasser zu holen. Dann gehe ich heim, gehe kochen und in die Schule. Nach der Schule komme ich nochmal Wasser holen. Sie ist froh, dass der Brunnen jetzt in der Nähe ist. Wasserträger sind nämlich streng, das merken sie auch jetzt noch manchmal. Es ist nicht so einfach, es sind 20 Liter im Kübel. Es muss mir jemand helfen, um den auf den Kopf zu tun. Wenn ich dann heimlaufe, muss ich manchmal anhalten und ein bisschen ruben, bevor ich weitergehen. Der Chef vom Dorf erzählt, dass der Brunnen im Moment weit und breit die einzige saubere Wasserquelle ist. Wegen dem grossen Zulauf der Bewohner kommen darum die Pumpe häufig an Anschlag. Natürlich bringt der Brunnen einen unglaublichen Vorteil. Aber es holen so viele Leute Wasser daraus, dass er ständig den Geist aufgibt und muss geflickt werden. Das braucht Zeit und Geld. Es gibt also noch viel Bedarf für mehr Brunnen. Und damit bald schon der nächste steht, machen wir uns morgen auf die Suche nach einer geeigneten Bohrstelle für unseren Brunnen.